Guten Morgen. Wir haben jetzt Mionas Sommeruniform bekommen und die wollte ich euch jetzt zeigen. Sie besteht aus einem Trägerkleid, einem Poloshirt und einem Sonnenhut. So sieht das Kleid aus. Ein einfaches weißes Poloshirt und das hier ist der Strohhut. Sobald ich das alles gewaschen habe und ihren Namen draufgeschrieben habe, kann sie es in den Kindergarten anziehen. So, heute geht Miona wieder in den Kindergarten. Ihre Sommeruniform ist gewaschen und ich werde sie euch gleich zeigen, wenn ich sie umgezogen habe. Aber es ist noch früh und Miona darf noch ein bisschen schlafen. Am Wochenende haben wir den Kindern neue Jinbei für den Sommer gekauft und die wollte ich euch jetzt gerade nochmal zeigen. Das hier sind die drei Jinbei für die Kinder. Einmal für Makoto, für Jun und für Miona. Für Makoto und Jun haben wir sie in Größe 90 geholt und Miona bekam einen in 110. Und ich mag wirklich die Muster auf allen dreien. Die sind so schön sommerlich und es sieht einfach so süß aus. Ich kann es gar nicht abwarten, die Kinder darin zu sehen. Außerdem trägt Miona ja jetzt keine Windel mehr und deswegen haben wir endlich mal so Treppchen für die Toilette besorgt, damit ich sie nicht jedes Mal draufsetzen muss und sie damit auch wieder ein Stückchen selbstständiger werden kann. So sieht das hier bei der Toilette hier unten aus und das gleiche Setup haben wir halt oben bei der Toilette auch nochmal. Den Toilettensitz für Kinder, den hatten wir schon, aber wir haben jetzt nochmal einen zweiten geholt für unsere Toilette oben. Und so sieht das Ganze hier oben aus. Jetzt kann Miona hier im Haus überall problemlos auf die Toilette gehen. Wir haben auch noch ein Töpfchen, aber das ist im Moment im Auto, weil wir das eben benutzen, wenn wir unterwegs sind und gerade keine Toilette für sie in der Nähe ist, weil es ja doch noch vorkommt, dass sie nicht lang genug vorher Bescheid sagen kann. So klappt das bei uns jetzt ziemlich gut. So eine schöne Sommeruniform. Toll sieht's aus. Fertig. Mittlerweile haben wir auch das Ergebnis von der Bodenuntersuchung bekommen. Also die Erde unter unserem Haus wurde ja untersucht, weil sich das Grundstück immer weiter abgesenkt hat. Und die haben halt dort jede Erdschicht ja entnommen und dann eben getestet, wie weit sich der Boden wohl noch absenken wird. Und es sollen wohl noch um die 25 cm sein, bis sich das Ganze beruhigt hat. Allerdings kann eben niemand sagen, in welchem Zeitraum das passieren wird. Also es ist eher unwahrscheinlich, dass das jetzt mit einem Mal 25 cm absinkt, sondern dass das eben über die Jahre langsam passieren wird, weil das eben ja auch abhängig ist von dem Gewicht von unserem Haus. Wenn wir daran irgendwas ändern, wird sich das natürlich auch anders darauf auswirken. Und die haben eben bei sich getestet, also mit einem Gewicht, das wesentlich schwerer ist als unser Haus, haben sie eben die Erde zusammengedrückt und geschaut, wie viel es halt absinkt, bis es sich beruhigt hat. Und da kam eben raus, dass es noch so etwa 25 cm sein werden. Und ja, auch damit hat es uns noch gut getroffen, denn bei anderen Häusern in der Straße ist das wesentlich mehr. Also wir können dagegen jetzt nichts machen. Wir müssen jetzt so, ja, damit irgendwie zurechtkommen und eben halt das Fundament ja genauer beobachten, damit das immer ordentlich nachgebessert wird. Bei uns scheint das alles sehr langsam vonstatten zu gehen, aber da müssen wir jetzt einfach erstmal schauen. Momentan ist das zumindest der Stand der Dinge. Und naja, da ich momentan nicht wirklich Zeit finde, Videos zu drehen, muss ich gerade mal überlegen, was ich sonst noch erzählen könnte, was in der letzten Zeit passiert ist. Die Kinder haben jetzt bald alle Geburtstag und wir überlegen uns langsam, wie wir die Geburtstagsfeiern veranstalten. Also es fängt ja an mit Mionas Geburtstag und dann drei Tage später haben wir auch schon Jun und Makoto Geburtstag. Für Mionas Geburtstag ist die Planung eigentlich schon soweit abgeschlossen. Also sie konnte dieses Jahr auch ziemlich genau sagen, was sie sich wünscht und wie sie ihren Geburtstag gerne gestaltet hätte. Jun und Makoto haben am Wochenende Geburtstag, also deswegen wird auch die Familie vorbeikommen und wir feiern sozusagen den Geburtstag von allen drei Kindern. Also Miona wird dann nochmal nachgefeiert, wenn die Familie auch kommt. Und naja, mal sehen, wie wir das dann da alles gestalten. Jun und Makoto werden zwei und Mionas zweiten Geburtstag haben wir damals ja nicht so richtig gefeiert, weil ich im Krankenhaus war. Deswegen muss ich mir tatsächlich da erstmal was überlegen. Ansonsten haben sich Jun und Makoto wirklich extrem entwickelt. Also sie sind super aufgeweckt, super kontaktfreudig. Zumindest was andere Kinder betrifft. Bei Erwachsenen sind sie etwas schüchterner. Und sie springen die ganze Zeit wie kleine Flummis durch die Gegend. Sie sind auch wirklich ziemlich sicher, was das anbelangt. Also sie können vom Sofa springen und landen immer auf den Füßen. Sie sprechen mittlerweile ein paar Worte. Aber Miona hat zu dem Zeitpunkt tatsächlich mehr gesprochen. Ich bin mal gespannt, ob jetzt nach ihrem zweiten Geburtstag es dann auch Klick macht bei den beiden und dann wirklich die ersten Sätze mit durchkommen. Miona hat Sommerferien, der Kindergarten hat erstmal zu. Miona ist deshalb auch gerade bei Oma und Opa. Oh, ein Moment, die Klingel. Schaut mal, was gerade angekommen ist für unsere Haustiere. Werde ich euch später dann genauer zeigen. Oder vielmehr in einem anderen Video, denn das Video hier muss heute Abend noch online. Viel mehr habe ich zu den Kindern, glaube ich, auch gerade gar nicht zu sagen. Auf jeden Fall fällt mir jetzt spontan nichts mehr ein. Ja, Jo und Makoto wollen jetzt langsam auch Mittagsschlaf machen, deswegen beende ich das Video an dieser Stelle. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, bye bye!